Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid Up Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende wartet doch wieder der Schocker der Woche. Angefangen hat die Woche beim Bockwurst King mit einem 100%igen Carpador, gerade aus der Quest gefischt, schreibt er hier in der Nähe von Frankenblick, Thüringen. Dann hat der Nägelmon wieder mal ein Shiny bekommen, diesmal ein Shiny Nagelotz. Ihr kennt ja alle Shiny Nägelmon. Nägelmon und Nagelotz? Das hat doch was zu sagen. Dann der Franz mit einem Shiny Click, auch richtig gute Sache. Eins der neuen Pokémon natürlich, der fünften Generation, das man exklusiv nur über Raids oder eben Eier bekommt, wie bei Shinox damals. Der Tobi hat uns wieder mal gezeigt, wofür er mit seinem Namen steht und das perverseste Bild in dieser Sendung eingeschickt. Da sitzt nämlich eine Dame auf einem Magnetilo, aber das hat doch eigentlich immer so eine Schraube oben. Wo ist denn die Schraube? Was geht da ab? Kotbrot mit einem 100% Schnäppke, der MCL Fischer, in Fachkreisen jetzt nur noch Fischi genannt, mit einem Shiny Wablu, kurz danach mit 3 Minuten Abstand noch ein Shiny Rattan. Rattan richtig selten gewesen, selbst im Event damals. Kotbrot wieder mit einem Shiny Wieso, also die wechseln sich da ab, das sieht man schon. Juli HBN, Shiny Quiekel, richtig brutal, WP 10, also Level 1, kann man natürlich mal mitnehmen. Und der Fischi wieder mit einem Shiny Radfratz, Shiny Alola Radfratz, das dritte Shiny an einem Tag, also das ist auch heftig. Wie viel, was ist euer Höchstes, wie viele Shinies habt ihr mal an einem gewöhnlichen Tag gefangen? Also den Seed Day ausgerechnet, das ist ja egal, da ist ja sowieso alles anders. Dann der Mitzenmann mit einem Shiny Schmerbe, Austheber, Grüße gehen raus, Lift Up Raider, am Römersbach ein Shiny Roselia. Der Käfer hat einfach mal ein 100% Blumenkranz Evoli bekommen aus dem Feldforschungsdurchbruch. Und auch wenn die Dinger scheiße sind und die meisten Leute genervt sind von den Blumenkranz Evolis, so ein 100er nimmt man gerne mal mit für die Sammlung. Was er daraus gemacht hat, sehen wir dann kurze Zeit später, da kommt nämlich noch ein anderer Post. Dann der Hannes, YouTube, mit einem Shiny Mushas und einem Shiny Duflor hat er beide noch nicht entwickelt, zumindest nicht von diesem Geschlecht. Wenn er das andere schon hätte, wären die Schatten schon weg. Dann der Deferis, der hat uns gezeigt, was man noch machen kann, wenn man keinen 100er bekommt, gönnt man sich eben ein Shiny Evoli mit Blumenkranz vom Feldforschungsdurchbruch. Darauf haben es die Leute ja jetzt abgesehen, aber wenn sie keins bekommen, dann rasten sie komplett aus, weil Evoli ist eben kein Vergleich zu Groudon, Kyogre, den anderen Legendären, die da immer rausgekommen sind. Pupsi, in diesem Sinne, guten Morgen mit einem Shiny Click, auch hier richtig genial. Was denn hier passiert, schreibt uns der Extreme. Der wollte gerade irgendwie eine Belohnung abholen und ihr seht, irgendwo ist da ein Shiny Spoink aufgetaucht, was er irgendwie jetzt gar nicht fangen kann, weil ja irgendwie die Belohnungsbuttons davor sind oder wie auch immer. Wie er das gelöst hat, ist natürlich interessant. Vielleicht hat er einfach das wieder nach oben geschoben und konnte sein Pokémon sehen. Dann ein weiteres Shiny Wablu. Auf meiner Seite habe ich geklickert, also die bleiben eigentlich relativ gut drin, auch wenn das Level etwas höher ist. Dann der Nägelmon wieder mal mit einem Shiny Jurob, Kotbrot aus der Aufgabe mit einem Shiny Bronzel, der Tobi, da löst man die einzige Aufgabe aus dem Community Day ein und bekommt ein Shiny, ein 100%iges Knacklion. Das werde ich mir natürlich aufheben jetzt, wenn Ende des Jahres, also im Dezember, nochmal dieser Best-of-Community-Day kommt. Das ist ja noch nicht bestätigt. Gehen wir aber mal davon aus, dass das wieder so ist, dass er das dann entwickeln kann, um sich nochmal die exklusive C-Day-Attacke zu holen zu können, wie auch immer. Bobserob auch mit einem Shiny Rattan. Kotbrot aus einem Rocket Stop hat ein Dratini erlöst und ein 100%iges erlöstes Dratini auf Level 25 bekommen, was ja dann auch weniger kostet zum Hochziehen, also da könnt ihr auf jeden Fall ein saftiges Dragoran draus basteln. Pupsi wieder, zwar nicht die besten Werte, aber trotzdem schön, hat hier noch ein Shiny Makuhita, ich glaube aus einem Zweierei sogar gebrütet. Das ist also immer was Besonderes, wenn man einen Shiny ausbrütet, weil normal klickert man die ja mit dem Klicker einfach nebenbei. Dann der Tobi mit einem Shiny Krabby, moin, auch richtig geniales Pokémon auf jeden Fall, auch die Weiterentwicklung dann davon. Extreme wieder mit einem Screen, hat ja einen Voltoball mit eigentlich relativ guten Werten, aber Calci IV zeigt ihm an, das hat minus 2%. Er hat dann auch gesagt, alle Leute sammeln 0%ige, er sammelt minus 2%ige. Pokefreak Red mit seinem
Laurbit statt Golbit, Laurbit, den er dann als Buddy natürlich genommen hat, damit läuft. Er benennt ja eigentlich alles, was er findet, um, damit es zu Laura oder Laurin passt, wie dieser Laurbit und immer ein Herzchen dahinter. Das muss Liebe sein. Dann der Gefa wieder, der hat also jetzt mittlerweile seinen 100% Blumenkranz Eboli entwickelt zu einem 100% Blumenkranz Glaziola. Wie man sieht, richtig genial, ist auch das nützlichste eigentlich von den ganzen Eboli-Entwicklungen. Beziehungsweise Psyana finde ich noch relativ gut und Blitzer auch. Rest braucht man eigentlich nicht mehr, gibt es immer gute Alternativen. Der Bockwurst King mit einem Shiny Taubsi, der Kenny mit einem Shiny Raupi, gerade beim Aussortieren entdeckt, da hat er sich gefreut. Der Brian mit einem Shiny Nebulak, gerade jetzt beim Halloween-Event hat man da eigentlich auch wieder gute Chancen. Der Brian nochmal. Dieses Lavitar wurde am 18.10. in der Nähe von Straufhain, Thüringen, Deutschland gefangen. Hat auch ein Lavitar aus dem Rocket Stop erlöst und ein 100%ig erlöstes Lavitar bekommen. Dann, damit das Kapitel 3 nicht so langweilig wird, gab es noch eine echt tolle Entwicklung. Habe ich meine Spezialforschung beim Halloween-Event natürlich abgeschlossen, und weil man am Ende ja nur die Belohnungen abholen konnte, habe ich gesagt, ich gehe jetzt los, fange noch ein paar Makabaja, wie auch immer, und entwickelt das gleich noch in der Sendung. Habe ich dann gemacht, kam ein echt tolles Pokémon raus. Echt na toll. Fehlt leider noch Shiny, aber das Event läuft ja noch eine Woche, mindestens, glaube ich, zumindest, hoffe ich. Dann, wen haben wir hier gehabt? Nochmal der Bockwurst King jetzt mit einem Shiny Carvador. Black Gold Saw, der Max, mit einem 96%igen Rabaut. Und ihr wisst alle, wenn das 15 Angriff hat und ihr entwickelt das, wird das ein Kickli. Also kann er sich überlegen, ob er es so lässt oder entwickelt. Franz nochmal mit einem Shiny Sneebel. Du, frisch gebrütet, da habe ich noch ein Lapras, ein Shiny Lapras aus dem Fünfer-Ei gebrütet. Richtig genial auf jeden Fall. Wolle der Teufel, in eins seiner ersten Raids ein Darkrai mit 96% sich gegönnt, Angriff 15. Das also cool, ist ja der beste Unlichtangreifer, wie man immer sagt. Der Fischi mit einem 100% Sobiris aus der Aufgabe rausgefischt, auch richtig genial. Robby und boom, Shiny hinterher, noch ein Nebulak bekommen. Super Sache natürlich. Schade, fast, schreibt uns der Bockwurst King, der hätte nämlich fast ein 100%iges Grip-Hook bekommen. 880 ist ein 96%iges, hat zwei Werte auf 14. Lift-Up Raider noch mit einem Shiny Schuppet. Dann gab es wieder mal Einladungen für die Brücke der Technik, der nächste X-Raid. Pupsi, kein Shiny, aber trotzdem stark, mit einem Halloween-Bisasam als 100%iges. Dann ich hinterher, habe ich da gerade Shiny gehört, habe es mir nicht nehmen lassen, da ein Shiny Halloween-Glumanda mit Kostüm zu posten. Auch natürlich genial. Habe mir auch ein Shiny-Bisasam getradet, aber so wie ich immer Glück habe oder nicht Glück im Unglück, habe ich natürlich wieder einen Lucky bekommen. Leider. Jetzt musste ich mir also noch ein weiteres Bisasam Shiny suchen, weil dieser Lucky-Hintergrund, den brauche ich ja nicht, den möchte ich nicht. Bob the Rob hat seinen Klick-Di-Klack entwickelt. Auch richtig gute Sache. Dafür ist er einige Kilometer gelaufen. Sumo Banane zeigt uns hier Pikachileno. Das sieht auf jeden Fall auch richtig genial aus. Dieses Vermummte mit dem Molotow-Cocktail in der Hand. Das müssten sie auch ins Spiel einbringen. Genauso wie das letzte mit dem das SM Sadomaso Pikachu, was ich ja in irgendeiner der letzten Folgen gezeigt hatte. Die Erotik-Version zu Valentinstag. Dann der Robby nochmal, schade, ist nämlich nur ein 98er geworden, das hätte auch ein 100%iges Glumanda sein können mit Halloween-Kostüm. Der Keller hier noch mit einem Shiny Sneebel, Bockwurst King in der Nähe von Siegmundsburg mit einem 100% Hornliu, Bockwurst King in der Nähe von Siegmundsburg mit einem Shiny Yorkleff, Nägelmon mit einem Shiny Fifien, Nägelmon mit einem Shiny Schuppet, der Kenny wieder mal, endlich, jetzt muss ich nie wieder ein Zubat antippen, ein Shiny Zubat bekommen. Natürlich werde ich weiterhin Zubats anklicken, weil ich möchte immer die ganzen Familien haben, und auch das Shiny Golbat sieht auch richtig genial aus. X-Bat braucht man dann nicht, das ist hässlich, aber Zubat Golbat in diesem saftigen Grün ist richtig genial. Dann der Kenny auch noch mit dem Jackpot, nämlich ein Shiny Pikachu mit Mimikma-Kostüm.
auf jeden Fall richtig geil für die Shiny-Sammler, für die Pikachu-Sammler, für alle Kostüme, die es von Pikachu gab, da noch eins mitzunehmen. Und er hat sogar im X-Raid am Schwimmbad ein Mewtwo Shiny mit Spukball bekommen. Darauf haben es die Leute ja jetzt abgesehen, auch richtig geniale Sache. Der Gandalf Julius noch ein Shiny Radfratz hinterher, der spielt ja wirklich 24 Stunden am Tag, könnte man denken. Nägelmon, Shiny Nebulak, der Beer Benny auch mit dem 98%igen Glumanda im Halloween-Kostüm. Der Tobi, nett, was man so auf Arbeit findet, ein kleines süßes Nebulak als Shiny, 23 Uhr, auch genial. Nimmt man mal mit, der Brian zeigte uns, dass wir wieder mal zwei neue Stops bekommen haben. Einmal eine Nisthilfe für Nisthilfe für Käfer und Insekten, genauso wie die Golden Gate Bridge. Steht nämlich in Hildburghausen, wer das noch nicht wusste. Diese Brücke dient als Verbindungsglied. Oh, er hat Glied gesagt. Beide Hildburghäuser Parkanlagen. Oh, er hat Parkanlagen gesagt. Seht ihr, es sind beides normale Worte, da muss man auch nicht wie ein kleines Schulmädchen da kichern. Läuft und gleich entwickelt vom Robby, ein Shiny Medity, gleich zur Meditalis entwickelt, zeigt er uns hier. Der Marco noch mit einem Shiny Mengi, auch gleich entwickelt, zu Shiny Rasaf. Dann haben die sich noch beschwert, warum der so grüne Hände hat, dass das nicht gut aussieht. Die hätten so hell sein müssen, dann würde das besser passen. Dann bin ich gestern Abend beim Geschenkeöffnen aufgestiegen mit der Annika zu Glücksfreunden. Habe ich gleich gesagt, gib mir ein Visor. Ein normales Visor einfach, denn beim Durchblättern habe ich gesehen, das erste von der zweiten Generation, was mir als Glücks-Pokémon fehlt, ist ein Visor. Wie Senior habe ich, Visor fehlt. Das muss also noch her. Also gleich mal nutzen den Glückstausch und ein Lucky Visor gönnen. Dann die Heike, mein erstes Shiny Pikachu, irgendwann gestern geklickert. Ihr seht und erschätzt nie die Macht des Klickers, der gibt euch immer irgendwas mit auf den Weg. Der Alex Hoffi hier, da schaut man kurz vorm Schlafen nochmal in die App und dann fängt man sowas. 100% Pandimos, eben aus der Quest bekommen. 100% Makabaya. Das ist natürlich richtig genial. Neues Pokémon eingeführt, gleich 100er mitgenommen. Was will man mehr? Hallo hat hier das. Das müssen wir uns jetzt mal genauer angucken. Der Hallo hat nämlich geschrieben: Panzer Aeron, Glaube aus 5er-Ei. 5 Raids. 2 Shiny Mewtwo 100. Was sagt die 100 dahinter? Da ist ja gar kein 100%iges Mewtwo dabei, weil da ist ein Wettergeboostetes, da sind zwei Shinies. Die Shinies haben so lala IV. Also Leute machen gerne mal diese 100 hinter ihren Satz oder hinter ihren Kommentar. Warum? Ohne Bedeutung. Oder 100% Power, weil sie so erfolgreich sind. Ich verbinde 100 immer mit 100% IV. Dann sehen wir aber ganz deutlich, er hat hier also einen Panzer Aeron geschickt und 98% dran geschrieben. Wie bitte kommt er auf 98%? Wir wissen, 98% müsste ja mindestens 3 Sterne haben bei der Gesamtbewertung. Es hat nur 2 Sterne. Warum hat es nur 2 Sterne? Kein Wert davon ist auf 15. Bei einem 98%igen in der Nähe von Bremervörde, bei einem 98%igen müssten mindestens 2 Werte auf 15 sein, zum Beispiel Angriff, Verteidigung und KP auf 14. Es ist kein Wert auf 15, so kann es von rechts wegen schon gar kein 98er sein. Und beim 98er sind 2 Werte gleich einer anders. Wenn 3 gleich sind, kann es auch kein 98er werden. Dann könnte es ein 100er sein, wenn es 3x 15 hat. Oder was ganz anderes. Das hat aber weder 15 noch 14. Das hat entweder 3 Werte auf 13 oder 12. Kann ich wieder nicht erkennen. Hab so schlechte Augen. Schreibt sie mal rein. Hat das Panzer Aeron alle Werte auf 12 oder alle Werte auf 13? Und wie viel Prozent wären das denn ungefähr? Schreibt es auch mal dazu, wer sich die Mühe machen will, das auszurechnen. Das ist auf jeden Fall sehr interessant vom Hallo, ne? Der wollte bestimmt nur gucken, ob ich überhaupt aufpasse. Hallo, passt du denn noch auf? Aber 98% ist das auf keinen Fall. Zeigt ja die Bewertung. Ich verstehe es nicht, ne? Hätte er 13, 13, 13 dran geschrieben oder so. Oder 12, 12, 12. Ne, bei 12 ist vielleicht noch ein bisschen weniger. Dann der Bockwurst ging nochmal mit einem Shiny Raupi. Der Bier Benny mit einem Shiny Taubsi. Der Kenny mit einem 100% Golbit.
aus der Aufgabe, hätte mir auf dem Hauptaccount noch besser gefallen. Leider wieder nur also auf dem zweiten Account, aber ihr seht schon, Level 15, also aus der Feldforschung bekommen. Wurde ja oft gepostet, wo es die jetzt gibt und viele sammeln das natürlich für gute IV und eben auch, um das zu entwickeln, Bonbons zu farmen, da das ja doch ein recht seltenes Pokémon ist. Und ganz am Ende noch von der Ditch, ganz frisch, vorhin erst gepostet, ein Shiny Yurok, endlich! Das war's wieder von den Highlights, jetzt kommt natürlich noch der Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal vom Poke Techno bzw. vom Franz. Denn der hat hier, was hat er gefangen? Seht ihr das? Erster Fang des Tages. Erstes Pokémon von dieser Art, was er gefangen hat, das ist ein Makabaya. Makabaya sieht man ja im Pokédex registriert. Und jetzt kommt's. Boom, mein erstes. Direkt ein Shiny bekommen. Der geht raus, macht seine App auf. Der sieht, ach, das ist ja ein neues Pokémon. Der drückt einmal auf das Makabaya. Shiny, fängt es, hat das erste Pokémon an dem Tag, was er bekommen hat, als Shiny gefangen mit neuem Pokédex-Eintrag. Also das ist richtig genial. So muss man es machen. Ich schon die ganze Zeit gezockt, ich habe noch kein Shiny Makabaya und er gönnt sich einfach mit dem Pokédex-Eintrag ein Shiny. Das ist Glück, das ist der Schocker der Woche, meiner Meinung nach. Habt ihr auch schon Shiny Makabaya? Schreibt es mal in die Kommentare. Das war's aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.